Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Ich hatte gerade irgendwie ein Leck. Toller Anfang. Ja, wir stehen nochmal vor der Gemeinschaft der Sieben Sonnen, und zwar wo ich meinen letzten Quicksave gesetzt hatte. Nämlich gerade als wir reingeben wollten, weil... Gut. Ja, am Ende der letzten Aufnahmesession ist eine Kleinigkeit schiefgelaufen. Da habe ich zweimal hintereinander mit Scar in der Kaserne der Flammenden Faust geredet und habe die eine Quest nicht ordentlich abgeschlossen. Was ich blöd finde, weil ich habe in der Gemeinschaft der Sieben Sonnen einfach den Keller übersehen. Ja? Also, gehen wir nochmal hier rein und machen es diesmal richtig. Wir möchten mit dem Eigentümer sprechen. Leider kann ich euch keine Wünsche gewähren. Ich bitte euch, daher zu gehen. Erst wenn wir Jason zu Besicht bekommen. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist verschwunden. Seid alle so seltsam worden. Und ich habe gesehen, wie einige der anderen Kaufleute andere Gesichter annahmen, als sie dachten, ich würde gerade nicht hinsehen. Ja, da habt ihr ganz richtig gehört. Sie nahmen andere Gesichter an. Irgendwelche Gestaltwandler haben sich in die Sieben Sonnen eingeschlichen. An eurer Stelle würde ich mich davon machen, solange ihr das könnt. Das habe ich jedenfalls vor. Beinahe unter meiner Würde. So, es gibt nämlich hier, wie man sehen kann, noch eine Tür. Die führt in den Keller. Und da haben wir einen Gestaltwandler und Jason. Gut. So. Das dürfte aber nicht der echte Jason sein. Oder? Doch, das müsste der echte sein. Genau. Dann lassen wir Talisa mal durch. Gut. Dass sie mit ihm reden kann. Kommt euch her und drangsaliert mich weiter, ihr gestaltlosen Feiglinge. Genau, der hält uns jetzt auch für Doppelgänger. Das könnt ihr euch abschminken. Von mir kriegt ihr kein Sterbenswörtchen zu hören. Nicht mal einen Schmerzensschrei. Wir sind nicht die Gestalt von der ihr redet. Wir sind Freunde. Scar hat uns gesandt, um nachzusehen, was hier bei den Sieben Sonnen passiert ist. Wer seid ihr? Aha, wir sind gekommen, um euch zu foltern. Wir sind nicht hier, um euch zu foltern. Wir sind gekommen, um euch zu schützen. Nehmen wir das Erste. Ihr kennt Scar. Ich bin Jaso. Ein Freund von ihm. Und Inhaber der Sieben Sonnen. Ihr müsst mir helfen, hier herauszukommen. Gut, dass wir euch gefunden haben. Nun können wir hier herausfinden, was hier vorgefallen ist. Könnt ihr uns erzählen, was passiert ist, bevor wir euch wegbringen? Diese Wesen, die Gestaltwandler, haben vor einigen Monaten begonnen, die Sieben Sonnen zu unterwandern. Wahrscheinlich haben sie mit einigen weniger wichtigen Angehörigen meiner Gemeinschaft angefangen. Schließlich nahmen sie auch mich gefangen und ihr Anführer nahm mein Gesicht an. Sie haben mich am Leben erhalten, denn nur ich konnte ihnen die benötigten Informationen liefern. Durch die Folter haben sie mich gezwungen, mein Wissen preiszugeben. Ihre Absichten kenne ich nicht, meine Gemeinschaft haben sie jedenfalls sehr schlecht geführt. Ihr sollt alle reich entlohnt werden dafür, dass ihr mich gerettet habt. Scar wird euch die Belohnung bei eurer nächsten Begegnung mit ihm übergeben. Ich muss jetzt gehen, da noch viel von dem wieder gut zu machen ist, was diese Monster angerichtet haben. Ich nehme an, ihr habt euch um die Monster da oben gekümmert. Doch den Gestank werden wir wohl noch wochenlang ertragen müssen. Ja, eigentlich nicht. Ja, beinahe unter meiner Würde. Hoffentlich bleibt Scar am Leben. Ein Speer. Plus eins mal wieder wahrscheinlich. Du bist ja ein ich hab genug davon. Emuel, du suchst mal hier nach Fallen. Währenddessen kann Dina hier den Speer mal identifizieren. Speer plus eins. Dass sie das nicht so machen konnte. Egal, der kommt zu Minsk. Und die Bolzen, Gewitterbolzen. Die kommen zu Khalid. Vielleicht können wir die endlich mal verkaufen. So. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Emoin hat nichts Verdächtiges gefunden. Zauber, Zauberstab. Trank der Hügelriesenstärke. Stab. Zauber, Zauber. Schutzformel gegen Untote.
Schutzformel gegen Elektrizität. Ist eigentlich die gute Frage, welche Schutzformeln bräuchten wir eigentlich nicht? Gegen Gifte, gegen Säure, gegen Magie auf jeden Fall. Schutzformel gegen Untote. Immun gegen alle Untoten. Eine Schutzformel baut einen Radiuskreis auf. Sie schützt die Person innerhalb dieses Kreises vor allen gewöhnlichen Angriffen durch bla bla bla. Gar nicht mal so ungeschickt, die zu haben. So, die Magietränke können wir weiter nach da. Immun hat... Ach, den Trank hat sie noch gleich aufgesammelt. Denn ich verschwinde jetzt. Und oben ist auch abgeschlossen. Na? Geschmeide, Glitzer und... Hügelriesenstärke, die... Müssten bei Kalitz sein, genau. Die Kalitz könnte mal was davon verwenden. Kann ich euch helfen? Ich kann das nicht. So, ich und jetzt noch den letzten Edelstein. Nee, den nicht. So. So. Okay, alles bei Kalitz. Und Schutz vor Elektrizität sollten wir eigentlich auch behalten. Man merkt ja, Hira ist unsere Trank der Steinriesenstärke, ist unsere Schleppmeisterin, so viel Zeug, wie die mit sich rumschleppt. So, den Stab können wir noch nicht identifizieren. Abwehrtrank. Sowas hat sie wahrscheinlich nicht. Trank der Wolkenriesenstärke. Sortieren wir mal ein bisschen. Nein, das ist... Das ist ein Explosionstrank, genau. Sollt sie mal ihr Brandöl ein bisschen verschleudern. Du bist ja hier lang. Ah, oben. Nein, auch nichts mehr drin. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Ja. Ja, gut. Jetzt gehen wir mal nach oben und gucken mal, ob wir da den falschen Scar finden. Beinahe unter meiner Würde. Bei unten haben wir schon mal nur den einen Doppelgänger gefunden. Was kann ich mal dazu veranlasst, umzuschalten. Komisch. Hier, ich hätte schwören können, hier oben waren drei Doppelgänger. Lass uns alleine. Egal. Ja, hier ist nichts für dich. Nein. Und nochmal ansprechen. Ja, hier ist nichts für dich. Ihr stört uns immer noch. Habt ihr denn kein Schamgefühl? Was wollt ihr überhaupt? Wenn ihr wirklich Händler wärt, wie ihr behauptet, wärt ihr dann nicht bestrebt, euren Waren zu verkaufen? Ups, jetzt habe ich das Falsche angeklickt. So, die verwandeln sich. Und Khalid macht ihn einfach mal instant tot. Euer Leben liegt in meiner Hand. Hat er gerade Dörrfleisch gesagt? Ja, endlich mal was, wo Khalid ordentlich reinhauen kann. Für die Gerechtigkeit. So, die beiden noch. Für die Gefallenen. Gut. Okay. Seid gegrüßt. Ja, das hatten wir schon. Ich werde mit ihm sprechen, wo, wenn ihr das wünscht, wo ist er? Nichts leichter als das. Die verschwindet in dem Gulli. Okay. Und ja, ich hätte mich oben in der Gemeinschaft der Sieben Sonnen noch umgucken können. Aber nö. Wir gehen jetzt zur flammenden Faust und richten das Ganze. Und da wird es Zeit, dass wir die Nordstadt erkunden. Wir haben ja hier das Gebiet noch fertig zu erkunden. Also den Teil.
das Gebiet hier, den Teil von dem Gebiet und wenigstens noch zwei Gebiete hier. Eins, zwei, ja. Wir sind aber schon mal gut dabei. Die Hälfte haben wir schon ungefähr durch. So, also erstmal in die flammende Faust. Ja, Kumpel? Hallo, Leute. Ich stehe so da. Ich sehe mit Freuden, dass ihr zurückgekehrt seid. Welche Neuigkeiten bringt ihr uns? Genau das hier. Sicher. Können wir zurückgehen, aber es muss sich schon lohnen. So. Die größten Feinde des Bösen sind Wahrheit und Ehre. Wir glauben nicht, dass wir alle Doppelgänger. Irgendwas ist wieder schief gelaufen. Ich will das schon richtig machen. Komm, Quick Save. Gut. Ich glaube, wir müssen erst hochgehen. Beinahe ja. Unter meiner Würde. Eigentümer Jaso und tschüss. Gut. Also, soweit ich weiß, waren es hier oben drei Doppelgänger. Der falsche Jace ist wahrscheinlich entkommen. Nein. Lass okay, uns alleine, machen wir es anders. Ja? Hier ist nichts für dich. Ja. Lass uns alleine, ja? Wenn ihr wirklich Händler wärt, so. Geht weiter und wir vergeben euch eure Unverschämtheit. Ist euch die Suche nach der Weiz so wichtig, dass ihr alles dafür aufgeben würdet? Ich werde alles setzen, aber ich werde auch nicht verlieren. So wenig wie ihr Händler seid, bin ich ein Dummkopf. Zeigt endlich euer wahres Gesicht, damit ich sie mir merke. Eure wahren Gesichter. Nein, und ihr habt den beiden fingiert. Ihr seid allein schon deswegen nah, weil ihr hier seid. Wir sind in der Tat Händler, doch wir handeln nicht mit Waren, wie ihr sie kennt. Wir handeln mit Gesichtern und Namen. Mit Identitäten mit Haut. Selbst wenn das Fleisch darunter verdorben ist, wir sind Doppelgänger und für ein kleines bisschen Haut verkaufen wir Narren ihren Tod. Okay. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ich hätte aber schwören können, dass hier drin noch einer wäre. Okay, dann machen wir das mal anders. Erstmal ist es schlecht, dass Dinner hier vorne steht. Und dass Kali wieder das falsche Schwert hat. So. So, jetzt werden die beiden zum Doppelgänger. So. Gut. Dann gehen wir jetzt Scar Bescheid sagen, komm wieder. Und gucken, was passiert. Wo ist der? Dialog beenden. Nichts leichter als das. Die haut wieder in den Kanal ab. Ja, wir wollen das jetzt mal richtig hinbiegen. Kann's doch nicht sein. Weil eigentlich haben wir alle Doppelgänger getötet. Ich will nicht hier eine Quest falsch abschließen, nur weil ich zu blöd dafür bin. Ja, Kumpel. Ja, Kumpel. So. Ich stehe zu meiner Bord. So, jetzt sagen wir dem mal Bescheid. Wir haben erfahren, sicher. So. Gut. Das war schon mal Erfahrung und das Gold. Jetzt müssen wir Jaso befreien. Ja. Das ist ein Gemischtwarenladen.